Hallo, willkommen zu den News 04 2018 bei den Allround-Bastlern. Heute startet ja die vierte Woche von dem YouTube-Kanal und wir haben jetzt die 100 Abonnenten schon überschritten. Vielen Dank dafür. Ja, letzte Woche habe ich ein bisschen geschwitzt. Es gibt so eine YouTube-App, wo man so Analysen sehen kann, wie Videos geguckt wurden, wo man alle Zeitverläufe alles sehen kann. Da sieht man auch die Abonnenten und so weiter, die Anzahl der Minuten und so weiter, was es alles gibt. Guckst du drauf, boah geil, 99 Abonnenten und am Tag später 98, 97 und da wahrscheinlich gefällt den Leuten doch nicht so, was ich drehe. Aber am Tag da drauf ging es dann wieder los mit 98, 99, 100, 101 und wir haben heute 103. Vielen Dank dafür. Ne? Ja, wir haben ja schon mal YouTuber gesagt, die 100er Marke ist die schwierigste. Könnt ihr mir unten in die Kommentare reinschreiben von euch, wer von euch YouTuber ist, ob das wirklich so ist, ob die 100er Marke die kritischste ist am Anfang oder die herausforderndste, könnt ihr mal was dazu schreiben. Ja, echt danke an alle, auch an die Zuschauer sind, die noch keine Abonnenten sind, gerne könnt ihr abonnieren. Gibt es ja dann am Ende so einen Button und auch unten gibt es den Button abonnieren und da schalten wir so eine Glocke ein, da wird man automatisch auf der Startseite abonniert. Wird mir auf der Startseite automatisch, zeigt dann an, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe, so. ja, danke echt an alle. Fast 20.000 Minuten habt ihr meine Videos gesehen. Ja, und ab 100 Abonnenten genehmigt YouTube eine eigene URL. Das heißt, vorher war es ja so ein www.youtube.de und dann kam so ein Vera Zahlencode. Ab gestern heißt es www.youtube.com/c/die-allround-bastler in einem durchgeschrieben. Habe ich das richtig gesagt? youtube.com/c/die-allround-bastler. Genau, ich blende es da unten nochmal ein. Und jetzt kann ich durch den E-Mails und sonstigen Sachen kann ich direkt mit einem kompletten Namen arbeiten, nicht mit so einem Virencode. Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum hier so rosa, lila, so ein Dings drunter steht. Das ist Dämmung von der Bodenplatte. Die habe ich mir gerade mal als Tisch hier aufeinander geschichtet, weil ich eben hier oben keinen Tisch hatte. War die schnellste Lösung. Ja, ich bin noch hier mit dem Laptop wieder aktiv, weil letztes Mal schon mit dem Handy mir die Notizen gemacht, was ich alles sagen wollte. Aber da muss ich immer runter gucken, so im Laptop ist natürlich viel einfacher, wenn ich mir da drauf Notizen mache. Ja, so an die neuen Abonnenten. Die Videos kommen jeden Abend um 19.30 Uhr. Ich versuche jeden Tag ein Video hochzuladen, wenn es zeitlich klappt. Bisher hat es auch geklappt. Muss gucken, ob das demnächst so weiterläuft. Natürlich, wenn ich abends sehr spät auf der Baustelle noch unterwegs bin und danach noch schneiden, wird eng, wenn ich kein Video im Voraus produziert habe. Ne? Könnte auch schon mal dann mal ein Tag sein, wo keins kommt, aber normalerweise sollte es klappen. Ja, dann welche Themen gibt es auf dem Kanal? Ist natürlich abhängig von den Projekten und Baustellen, die ich gerade habe. Aktuell war ja sehr viel zum Thema Smart Home. Also Luxone Smart Home, da gibt es natürlich noch mehr zu. Und Elektrotechnik. Auch immer Schaltschrankbau und so Zeug kommt ja auch noch vor. Nur Elektroinstallation, alles was so gibt. Dann gibt es natürlich Projekte aus dem Bereich Holz, Werkstattbau. Gab es ja schon welche. Metall wird demnächst auch noch kommen. Ich habe noch einen Auftrag, zwei Gartentürchen zu bauen mit Türöffner und so weiter dran. Also elektrischen Türöffner, klar. Außenanlagenvideos gab es ja schon bei mir, habt ihr schon welche gesehen, da kommen jetzt noch mehr, was man draußen alles so machen kann. Also wird auf jeden Fall noch sehr, sehr viele Videos kommen, der Kanal ist ja gerade mal am Anfang und da ist noch so viel Potenzial nach oben, also da habe ich keine Sorgen, dass mir die Projekte mal ausgehen. Dann, was diese Woche an Videos kommt, ich war letzte Woche bei Luxone Smart Home Deutschland, in Wäschenbeuren, da habe ich eine Schulung gemacht. Und die haben da ein Showhome integriert. Da habe ich letzte Woche ein Video zugedreht. Das kommt die Woche. Dann war ich in Fichtenau. Das liegt an der A7, etwas unterhalb von Feuchtwangen, wem das sowas sagt. Da habe ich mit meiner damaligen Firma vor 2,5 Jahren ein Smart Home installiert. Da kommen jetzt so Einblicke in die Technik, Impressionen vom Haus. Also habe ich schon ein bisschen was gefilmt. Könnt ihr euch mal gucken, wie so ein Smart Home aussieht, was man feine Sachen mit Beleuchtung machen kann und so weiter. Wenn noch mehr Videos zu kommen, da gab es ja mal die Info von Zuschauern drüber, dass sie gerne noch mehr sehen würden. Da kommt noch mehr dann demnächst. Dann Ende der Woche kommt dann noch ein Video zum Thema
Fange ich andersrum an. In einem Luxone Smart Home hat man ja, sag ich mal, den Miniserver, das ist ein Rechner drin und Programm und Daten sind auf einer SD-Karte oder Mini-SD-Karte. Mindestens zweimal im Jahr kommt von Luxone ein Update mit neuen Features, mit Fehlerbehebung und so weiter. Und das, wie man das einspielt, das heißt, wie man ein Update macht, wie man eine SD-Karte prüft und wie man ein Backup macht. Das heißt, falls mal so eine Karte kaputt geht, hat, dass man immer noch ein Backup im Schrank liegen hat. Einfach die Karte tauschen und schon ist das Haus wieder wie vorher. Das kommt am Freitag und da arbeite ich erstmals mit Bildschirmaufzeichnung. Nicht wie letztes Mal so ein Bildschirm abfilmen, sondern mit einer echten Bildschirmaufzeichnung, dass ihr wirklich sehen könnt, was ich da mache. Und so sollte es zukünftig auch sein mit allen Sachen, die mit Software zu tun haben. Morgen Abend wird ein Video kommen mit Holz, Woodworking, was sage ich noch nicht, lasst euch überraschen, weil morgen haben wir ja Feiertag, da werde ich natürlich auch was basteln, so heißt ja Tag der Arbeit, ne? Wenn ihr in die Kommentare schreibt, wie es bei euch ist, ne? Ob es auch bei euch Tag der Arbeit ist. Ne? Windhold, vielen Dank noch für die netten Kommentare, die mir unter die Videos schreibt, macht Spaß, die zu lesen. Wenn ich mal nicht jeden Tag kommentiere, haben meine manche auch schon gemerkt, ich tue nicht jeden Tag unten drunter gucken, was alles so geschrieben wurde. Könnt ihr was dazu mal sagen, ob ihr darüber ärgerlich seid, dass ich nicht jeden Tag direkt antworte, sondern manchmal dauert es 2-3 Tage, bis ich antworte, könnt ihr eure Meinung mal dazu schreiben. Immer weiter so, schreibt weiter in die Kommentare darunter, können auch mal negative Kommentare sein oder können auch mal Kommentare sein, das kann man besser machen. Ich kann aus dem Kanal ja lernen, kein Problem. Immer weiter, schreibt was, freue mich drauf. Ne? So, jetzt kommen wir zu dem Gewinnspiel von dem Video Luxone Smart Home Rohbau 1. Wo ich auf der Strecke, auf dem Hinweg und am Rückweg war, bin ich durch einen Tunnel gefahren. Und da habe ich dann gesagt, kommentiert unten mit Hashtag Tunnel 1. Welcher Tunnel ist das? Ne? Und anhand der Straßenschilder kann man ja, sag ich mal, wo ich auf der Autobahn gefahren war, habe ich immer wieder gewisse Straßenschilder mitgefilmt, dass man sehen kann, in welche Richtung ich fahre. Und haben es richtig, einer haben es falsch. Und von den richtigen, also andersrum, der Tunnel heißt, ist der sogenannte Katzenbergtunnel, heißt er offiziell. Der ist kurz vor Würzburg. Oder besser gesagt, ist er schon Würzburg. Der ist erst vor wenigen Wochen eröffnet worden, der erste Teilabschnitt. Die nächste Tunnelröhre wird jetzt noch gebaut, aktuell. Haben wir richtig und da habe ich einen Gewinner ausgelost. Und der Gewinner heißt Zimmerer TV. Blende ich auch nochmal ein. Ja, schick mir deine Adresse an youtube@die-allroundbastler.de. Tue ich auch gerade noch unten einblenden. Und dann schicke ich dir den Gewinn. Das war eine Wasserwaage von BMI. Die schicke ich dir zu. Bleibt auf jeden Fall dran. Es gibt noch mehr Gewinnspiele. Und je mehr kommentiert wird, habe ich mir schon mal überlegt, also je mehr Leute kommentieren, je häufiger in verschiedenen Videos, kriege ich ja mit. Lese mir jeden Kommentar ja durch. Desto höher ist natürlich auch die Gewinnwahrscheinlichkeit, dann, dass er gewinnt. Ich habe überlegt, wie ich euch animieren kann, Videos zu kommentieren. Dann habe ich gedacht, wenn ich schon mal ein Gewinnspiel mache und es hat jemand richtig, gucke ich natürlich auch nach, hat er schon mehrfach kommentiert oder sowas unter anderen Videos und das ist natürlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass er gewinnt. Habe ich mir jetzt mal überlegt, könnt ihr auch was zu schreiben, was ihr davon haltet. Weil ich selber bin ein wenig Kommentierer bis jetzt, ne? Wird aber jetzt mehr werden. Manche haben mich vielleicht schon gesehen. Ich kommentiere ab und zu schon mal wo der Bauboom Bang live bastelt auf dem Kanal. Da bin ich ja auch dann öfters schon mal dabei. Bei diesen Kommentaren, die daneben geschrieben werden, im Livestream. Werde ich also künftig öfters dabei sein, wenn ich es zeitig hinkriege und das macht ja auch Spaß. Ne? Und werde ich auf anderen Kanälen demnächst auch mehr kommentieren. War bis jetzt ein zurückhaltender User, der es immer geguckt hat. Aber demnächst wird es auch von mir mehr Kommentare da geben. Dann, was steht jetzt als nächstes auf dem Programm? Am Mittwoch, morgen haben wir Feiertag, 1. Mai, am Mittwoch fange ich eine Außenanlage in Wetzlar an.
Wetzlar liegt in der Nähe von Gießen an der A45, so grob von der Orientierung her. Als erstes werden wir da große Winkelstützen mit dem Kettenbagger stellen. Da sind eine ganze Menge Erdarbeiten zu machen. Da sind da Rassenplattenbänder gelegt, Gehwegplatten, Blockstufen ersetzen in Beton, Pflasterarbeiten, KG-Rohre verlegen, Anschluss an die Zisterne, ans Abwasser und so weiter. Sind viele Sachen durch dabei, die ihr auch dann verwirklichen könnt in euren Garten, wenn ihr was baut. Also wird es im Laufe der Jahre wahrscheinlich auch noch eine ganze Menge Videos zu geben. Ich hoffe, dass am Wochenende schon die ersten Videos davon kommen. Ich muss gucken, wie K.O. ich natürlich bin, wenn ich abends heimkomme, weil Tiefbau ist ein Knochenjob und da werde ich abends relativ platt sein. Muss gucken, ob ich dann noch Videos geschnitten kriege. Ich werde mir Mühe geben. Ja, das war's mit den News für heute. Danke fürs Zuschauen. Danke an die Abonnenten. Und ich würde mich freuen, wenn noch viel mehr dazukommen, die Videos sehen. Vielen Dank und macht's schwer gut. Ne?